Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourierreihen. Letztes Mal haben wir noch so paar Eigenschaften dieser Rho Epsilon hingeschrieben, nämlich dass im Wesentlichen für passende Wahl von Epsilon, nämlich wenn das Epsilon kleiner gleich 1 ist, dass wir dann erhalten, dass die Rho Epsilon selber wieder Funktionen aus D Schlange sind. Ja, wenn man also D Schlange entsprechend definieren würde, könnte man sogar eigentlich hier auf diese Skalierung verzichten. Aber wir haben es so gemacht, weil es so meiner Meinung nach anschaulicher ist und ich möchte an der Stelle halt auch nicht unerwähnt lassen, ich bleibe halt ganz gerne an der Literaturvorlage, wenn sich nicht gerade irgendwie was anderes ergibt. Genau. Jetzt wollen wir mit diesen Eigenschaften für Rho Epsilon Eigenschaften für die Indikatorfunktion hinschreiben. Das ist Satz 5, 6. Fangen wir mit den einfachsten an. Warum mache ich eigentlich eins Punkt? Das ist doch eins Dingens. Egal. Diese Indikatorfunktion, ich sag schon Indikatorfunktion mit dem Hintergrund, ich meine die Abschneidefunktion, sind immer zwischen 0 und 1. Dann sind die 0 außerhalb von a minus epsilon in der einen Richtung und b plus epsilon in der anderen Richtung. Also xi epsilon von t ist gleich 0 für t kleiner gleich a minus epsilon und t größer gleich b plus epsilon. Und dann interessiert uns noch, wann sind sie 1? Sie sind 1 dann, wenn ich mich zwischen a plus epsilon und b minus epsilon aufhalte. Also für b, a minus epsilon plus epsilon, kleiner gleich t, kleiner gleich b minus epsilon. Und da wird uns gleich helfen, dass wir die Faltung geometrisch interpretiert haben. Ich gucke noch mal ganz kurz eben hoch, weil wir haben ja schon mal so eine Skizze gemacht. Und jetzt wollen wir schon mal kurz gegenhalten, ist das sinnvoll gewesen. Zum einen zwischen 0 und 1 passt. Das ist gut. Dann ist gleich 0, wenn das t kleiner gleich als a minus epsilon ist. Das war hier ja gerade die Grenze. Und ist gleich 0, wenn t größer gleich b plus epsilon ist. Das ist hier gerade die Grenze. Und für die 1-Fälle, wenn ist es 1 zwischen a plus epsilon und b minus epsilon. Und dazwischen verhält es sich c unendlich. Ne? Also alles scheinbar gar nicht falsch. Ne? Wenn wir jetzt einfach das beweisen können, dann war die Skizze oben zumindest eine gute erste Näherung. Also, 1 ist simpel, 2 und 3 braucht die Geometrie. Also, Rho größer gleich 0, sollte erstens noch hinschreiben. Ne? Rho größer gleich 0 heißt natürlich dann auch sofort, dass xi epsilon größer gleich 0 ist. Ne? Das ist die Monotonie des Integrals. Da passiert gar nichts. Wenn ich mir jetzt xi epsilon von t angucke, ist das ja nach Definition nichts anderes als das Integral über dieses Intervall, was ja nichts anderes als ab ist, rho epsilon von t minus s ds. Und das kann ich jetzt natürlich aufblasen, indem ich gegen das Integral über den Ganzraum gehe, weil ich hier drin ja eine positive Funktion, eine nicht negative Funktion stehen habe. Das ist aber 1, das haben wir im Satz vorher bewiesen, das war Satz 5, 5, 4. So, das heißt, xi epsilon liegt irgendwo zwischen 0 und 1. Das ist scheinbar ganz gut. So, jetzt machen wir einen geometrischen Einschub. Um halt uns diese Situation wirklich nochmal ordentlich vor Augen zu führen, um halt wirklich zu sehen, warum sind jetzt diese Intervalle so, wie sie sind. Also wir machen mal hier so einen langen Zeitstrahl. Und dann haben wir hier irgendwo die 0. So, das ist also, ich nenne es jetzt mal s, weil wir ja über f von s reden wollen und rho von t minus s. Das ist jetzt also irgendwie unsere Skala. Und jetzt haben wir irgendwo das a
und irgendwo das B. Das muss halt wieder nicht symmetrisch sein. Es könnte auch jetzt beides positiv, beides negativ sein, aber so haben wir einfach so eine Setzung. Und dann geben wir uns irgendwie so ein Epsilon vor. Das heißt, wir haben hier irgendwo so ein A plus Epsilon. Dann haben wir irgendwo dann entsprechend das A minus Epsilon und B plus Epsilon und B minus Epsilon. So. Und jetzt haben wir hier irgendwo so ein Rho Epsilon rumschwirren. Ungefähr so. So. Und dieses Rho Epsilon hier, das schieben wir jetzt entlang der Achse. Ich mache das hier jetzt mal, indem ich es ein paar Mal kopiere und hier so ein paar wesentliche Punkte erwische. Ich habe nämlich hier so eine Skizze vorbereitet. Ich möchte jetzt halt nur, dass die so ungefähr ähnlich aussieht. Hier. Ja, das kommt jetzt nicht ganz hin. Ich werde die gleich nochmal ein bisschen kitten, aber so im Prinzip kann aber ganz hinkommen, wenn wir einfach mal eine gerade Achse nehmen. Ne? Alter. Mach mich nicht schwach. So. Jetzt machen wir das einfach nochmal. Ja. Die Glättung rettet mich immer wieder. Genau. Und dann nehmen wir uns mal das hier und kopieren das ein paar Mal. Brauchen noch ein paar Mal, weil ich möchte wirklich viele Fälle durchgehen können. So, dann haben wir einmal hier irgendwie so. Also wir schieben das ja jetzt hier entlang, weil wir ja mit irgendwas falten. Jetzt haben wir hier immer noch so ein... Ach, Mist. Ach, Manu. Ich habe mir jetzt irgendwie gewünscht, dass das einfach klappt. Naja, aber wünschen ist ja auch immer so eine Sache für sich. Also, einmal nochmal eine vernünftige. So. Und wie gesagt, die schieben wir jetzt hier entlang. Ne, ohne die Achse. Ohne die Achse. So. Das wird relativ unproblematisch sein, bis wir halt hier an den Punkt kommen. Das heißt, der Punkt hier ist irgendwie interessant. Dann ist es irgendwie interessant, wenn wir hier zwischen sind. Dann ist es interessant, wenn wir hier an dem A ankommen. Wenn wir hier an dem A plus Epsilon sind. Wie gesagt, das ist jetzt nicht eine Funktion, die da oben entsteht, ne, sondern das sind einfach ganz viele Kopien dieser Funktion, die wir einfach jetzt mal hier reinballern. Dann haben wir hier so ein paar prototypische... Alter, orientier mir das doch bitte nicht an irgendeinem Raster, das ich nicht sehe. Mann. Und dann wird es wieder spannender, wenn wir hier hinten ankommen. Und dann hier hinten so ein bisschen ausfaden. Und dann den letzten Fall nehmen wir hier oben. So. Gut. Also das ist so ungefähr das Feeling, was wir haben wollen. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was sagt uns denn, was sagen uns denn diese einzelnen Fälle. Also zweitens. Wir nehmen jetzt einfach mal t kleiner gleich als a minus epsilon. So. T kleiner gleich a minus epsilon heißt zum Beispiel, dass wir uns diesen Zweig hier angucken. So. Ja, Entschuldigung. Eigentlich müsste das S sein, ne? Nee, ist schon richtig. Alles gut. Das T läuft halt zwischen hier und hier und das S ist das, wo wir etwas verschieben. Alles gut. Wenn wir das jetzt haben, dann ist die Schnittmenge des Trägers von Rho Epsilon von T minus S, wir deuten das hier mal an, mit dem Pünktchen minus S, wenn ich das schneide mit AB, also mit dem Intervall, was mich eigentlich interessiert, das sollte ich hier oben dann vielleicht nochmal so ein bisschen überstrapazieren. Das hier, das ist mein Intervall AB. So.
Und der Träger ist halt jetzt an dem Fall zum Beispiel einfach hier von hier bis hier. Oder auch von hier bis hier. Weil hier sind wir in der gleichen Güteklasse. Ne? Da ist einfach kein Schnitt da mit A und B. So. Das Epsilon falsch gewählt. Verdammt. Weil eigentlich sollte ja ab A minus Epsilon Schnitt da sein. Wie machen wir das denn jetzt am geschicktesten? Ich weiß es gerade ehrlicherweise nicht. Wir gehen mal erstmal weiter mit dem Fluss und ich korrigiere hinterher die Grafik mal in Ruhe. Also dann ist auf jeden Fall der Schnitt hier leer. So. Wenn der Schnitt leer ist, dann muss aber das Integral leer sein, weil die Menge, über die wir integrieren, ist 0. Das heißt, Integral a bis b, o epsilon von t minus s, ds, ist an der Stelle 0. Genau. Das ist aber natürlich dann die Indikatorfunktion. Das heißt, an der Stelle ist der Indikator Abschneidefunktion. Das ist die Abschneidefunktion gleich. So. Das funktioniert natürlich mit genau der gleichen Begründung. Wenn ich hier hinschreibe, t größer gleich b plus epsilon, ne, dann sehen wir hier hinten auch sofort, dann ist das auch wieder raus und der Träger, den wir hier haben, der ist dann auch wieder, hat keinen Schnitt mehr mit A und B. Damit sind halt diese beiden Randfälle abgefrühstückt. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir befinden uns dazwischen. Also zwischen a plus epsilon und b minus epsilon, dann ist der Träger von diesem rho epsilon komplett in ab enthalten. Ja, dann sind wir sozusagen hier in der Situation, also a plus epsilon kleiner gleich t kleiner gleich b plus epsilon. Das wäre jetzt zum Beispiel der hier, der hier. Ja, dann ist der Träger halt komplett in dem Ding enthalten. Das heißt, wenn wir das Integral ausrechnen, dann ist das Integral a bis b, rho epsilon von t minus s, nichts anderes als das Integral über den gesamten Träger, rho epsilon. Das war aber ja gerade 1. Das haben wir ja auch wieder in Satz 5, 5 bewiesen. Das heißt, damit ist der Satz bewiesen. Und ich fixe jetzt mal eben kurz die Grafik. Und dann gucken wir uns das nochmal ganz kurz in Retrospektive an. Bis gleich. So, jetzt haben wir doch nochmal ein ganz klein bisschen die Grafik überarbeitet. Also, ich habe das Epsilon ein bisschen größer gemacht, damit die Dinger ein bisschen abflachen können. Und dann habe ich versucht, hier mich auf die wesentlichen Fälle mal zu beschränken. Also im Wesentlichen gibt es dann nur diese 5. Wenn also das t kleiner gleich ist als das a minus Epsilon, also hier vorne der Fall. Dann ist halt einfach der Träger von Rho Epsilon geschnitten mit dem Intervall AB, das habe ich jetzt mal blau markiert, das ist leer. Das heißt hier, diese Träger, die ich hier angedeutet habe, ich habe die jetzt nicht für alle eingezeichnet, das wird zu wirr, die haben dann einfach keinen Schnitt mit dem AB. Hier ist dann also das Integral gleich 0, weil wir einfach über den Schnitt dieser beiden Mengen quasi integrieren müssen. Und dementsprechend kommt halt in der Abschneidefunktion gerade 0 raus. Wenn das t größer gleich ist als b plus epsilon, sind wir hier in dem anderen Randfall, dann haben wir das gleiche Problem. Dann ist der Träger hier nämlich auch wieder geschnitten mit ab leer. Das heißt, wir integrieren wieder über die leere Menge. Das heißt, hier hinten kommt gleich 0 raus. Wenn wir in dem Fall sind, dass das a plus epsilon kleiner gleich t ist, kleiner gleich b minus epsilon, dann sind die Träger ineinander enthalten. Das heißt, dann sind wir hier in den grünen Fällen. Ja. Dann ist nämlich der Träger von dem Rho Epsilon an dem für das S, für diese Verschiebung, komplett in AB enthalten. Das heißt, wenn wir dann dieses Integral bilden, dann bilden wir einfach das Integral über den ganzen Träger von Rho Epsilon. Und das ist aber gerade 1, das hatten wir vorher gezeigt.
Heißt dann natürlich auch, das schreiben wir hier vielleicht einfach nochmal hin, dass an der Stelle dann der Indikator 1 wird. In den anderen Fällen, die habe ich hier jetzt nicht dediziert aufgeschrieben, weil da kann man mir nicht drüber sagen, aber in den anderen Fällen sehen wir hier halt bei den blauen und bei den pinken Dingern, der Schnitt ist nicht leer, aber der ist halt auch nicht komplett inkludiert. Das heißt, der wird so eine Art monotones Steigen andeuten, weil wir ja die Flächen messen durch die Faltung. Und hier hinten genauso, hier haben wir bei den Trägern einen Schnitt, aber der ist nicht leer und der ist auch nicht komplett drin. Das heißt, das werden so Zwischenwerte sein. Das heißt, zwischen diesen Teilen, wo das Ding 1 ist und wo das Ding 0 ist, geht es halt einfach zäh und endlich runter. Und wenn wir uns jetzt noch mal angucken, wie wir am Anfang diese Abschneidefunktion gezeichnet haben, ist das genau das Verhalten, was hier angedeutet ist. Ne? Es geht hier auf 1 hoch, ist dann konstant da, wo diese Mittelung passt, ist 0 außerhalb dieser beiden Grenzen und dazwischen geht es halt zäh und endlich hoch im Rahmen meiner bescheidenen Zeichenkünste. Ja, das heißt, mit diesem Satz jetzt hier und der Geometrie der Faltung ist dann auch klar, warum diese Abschneidefunktionen aussehen, wie sie aussehen. Und damit sind wir an der Stelle mit dem Satz fertig, können dann das nächste Mal den Begriff Abschneidefunktion nochmal erklären, nochmal anders, und können dann zeigen, das, was wir eigentlich wollen, nämlich, dass die Testfunktionen, die wir am Anfang definiert haben, dicht sind in dem LP-Raum. Gut, und damit bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut und tschüss.